Das sieht gut aus, oder? Wir sind live. Wir sind live, wie schön. Diesmal, es ist wieder ein anderes Fenster. Einige von euch werden wieder vergeblich auf der anderen Schiene warten. Das klappt tatsächlich nicht mit unserer Technik, dass wir uns in dem vorbereiteten Facebook-Post treffen. Darum legen wir einen extra Facebook-Post an. Aber ich hoffe, ihr kommt alle noch nachgeschneit und werdet es sehen. Ihr seht, mein Mann ist nicht da. Ja, der transportiert ein Pferd für einen guten Freund und unsere Tochter und das ließ sich nicht verschieben. Und wir wollten euch nicht alle verschieben und darum, wir wollten ja zuverlässig immer die Sprechstunde um 8 machen. Darum machen wir das heute so. Aber ich habe mir einen ganz guten Freund, unseren Partner in unserer Online-Akademie mitgebracht, von Pferde gesund bewegen. Das ist mein lieber Freund Chris Debski. Hallo, schönen guten Abend alle zusammen. Ja, und da brauche ich auch ein bisschen Beistand, denn wir haben ja ein richtiges Fass aufgemacht, ne? Also quasi eine Lawine losgetreten. So viele Zettel hatte ich noch nie als Vorbereitung für eine unserer Sprechstunden, ist natürlich ganz klar. Also das brennt allen unter den Nägeln. Jeder hat bei seinem Pferd irgendwie ein unerwünschtes Verhalten. Oder auch, nein, ich nicht. Nein, nein, Baby Halcon hat kein unerwünschtes Verhalten. Aber ist ja egal. Wir werden natürlich im Laufe dieser kleinen Sprechstunde über Lob und Strafe sprechen. Lob ist eine, wenn ihr euer Pferd lobt, entsteht bei dem Pferd ein Lernverhalten, also das lernt was daraus. Und wenn es das nächste Mal wieder so toll mitmacht, dann belohnt es sich quasi schon selbst, weil es weiß, hey, das habe ich gut gemacht, gleich bekomme ich ein Lob. Also wieder ein Keks oder ein Streicheln oder ein Lachen oder ein tolles Freuen. Das heißt, Lob fördert Verhalten. Das macht das Pferd beweglich, das macht das Pferd, ich mache das für dich, eifrig. Strafe hingegen hat den gegenteiligen Effekt. Wenn ihr ein Pferd mit einem Schmerzimpuls oder anderweitig straft, dann hemmt das Verhalten. Und das müssen wir erstmal vorweg wissen. Wollen wir etwas abgewöhnen, was das Pferd macht, oder wollen wir etwas ermutigen, etwas anderes? Vielleicht sogar überkonditionieren und sagen, vergiss mal den Kram, wir machen etwas anderes und das kann ich mit Lob beibringen, ohne dass ich strafen muss für den anderen Scheiß. So, das war für mich eigentlich, also für mich ist ein Schmerzreiz beim Pferd tatsächlich eigentlich nur in Lebensgefahr. Also wenn es den Menschen in Gefahr bringt oder mir einen Finger abbeißen will oder so, dann ist das für mich legitim. Ich glaube, das wird jetzt auch im Laufe der kommenden Vorträge noch deutlich. So, als erstes habe ich mir hier aufgeschrieben, es waren noch die ersten Meldungen, die kamen, es ging um Tempoprobleme. Hanna B. hat uns gesagt, ich habe einen 11-jährigen Island-Wallach mit viel Go. In der Bahn hört er mir gut zu, aber sobald man im Gelände antrabt oder antöltet, gibt er Gas. Ich bestehe dann mitunter auch mit sehr deutlichen Zügelhilfen und einem Stimmkommando auf einen Verlangsamen und gebe dann sehr deutlich nach und lobe mit der Stimme, wenn er reagiert. Goldrichtig, möchte ich sagen. Aufs Nachgeben wird er dann aber gleich wieder schneller und die Sache wiederholt sich. Was machen wir da, lieber Chris? Ja, uns das auf jeden Fall ganzheitlich anschauen. Warum macht das Pferd das? Und vor allem dann mal von außen drauf schauen. Gibt's dafür irgendwelche Anzeichen? Wir müssen schauen, wie ist das Pferd ausgebildet worden? Wer hat das Pferd ausgebildet? Die meisten von uns haben ja gar kein Pferd ohne Vorgeschichte. Also jeder bekommt ein Pferd, was von jemandem ausgebildet ist. Wenn wir ganz viel Glück haben, wissen wir, wer das war und wie das passiert ist. Die meisten wissen das nicht. Und dann muss man dem Ganzen natürlich auf den Grund gehen. Ja, also ich würde tatsächlich in dieser Situation auch mit dem Islandpferd, man sagt immer, die können nur geradeaus laufen, das stimmt überhaupt nicht. Ich würde mit dem zunächst mal in der Bahn schöne Seitengänge arbeiten und diese würde ich dann im Gelände wiederholen. Und ich würde den im Schritt zum Beispiel in Schulter hereinnehmen und dann antraben. Im Schulter herein. Und wenn der schön langsam dabei bleibt, dann werden die Zügel immer lockerer. Und wenn er sich gerade machen und lospesen will, nee, 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 zurück in Schritt, Seitengang. So, und dann würde ich ihm nach und nach erlauben, im Seitengang Trab oder im Seitengang Tölt, wenn es geht, wahrscheinlich wird er dann passig, da kenne ich mich nicht gut genug mit aus, würde ich ihm erlauben, gerader zu werden, wenn er den lockeren Zügel für langsames Tempo, für manierliches Tempo, sagen wir mal so, er darf ja auch mal ein bisschen.
wenn er das nicht missbraucht. Das fände ich toll. Möglicherweise könnte auch anhalten und abbiegen lassen. Also diese Disziplinierung. So, Moment, da bist du mir gegen die Hand gegangen. Das gefällt mir gar nicht. So reden wir nicht. Ich zeige dir nochmal, wie sich, wann ich am Zügel nachgebe und wann ich dich lobe, wenn du auf ein bestimmtes Abbiegen, Kauen, weich werden, dich manierlich benimmst. Also das wäre auch noch so eine Idee. Ja, das Abbiegen und Abkauen ist in der Tat eine tolle Sache, weil durch das Abkauen wird der Parasympathikus des Pferdes angeregt. Das heißt also, das Pferd mindert eigentlich in dem Moment durch sein eigenes Kauen den Fluchtreflex. Ja, und das hat sich ja auch damals Boucher zu Nutzen gemacht, indem er die Pferde im Stand eigentlich diese Kieferflexion konditioniert hat und dadurch die Pferde gehorsamer gemacht hat. Super. Ja. Ganz ähnliches Problem hatte Nicolade Radler. Nicolade? Tatsächlich? Gut. Meine Painstute ist sehr schnell gestresst. Vor allem nach dem ersten Galopp in der Bahn will sie nur noch immer schneller. Also wenn wir stehen, möchte sie losgehen, wenn wir Schritt gehen, möchte sie traben und wenn wir traben, möchte sie galoppieren. Da müssen wir natürlich erstmal ganz viel vorher ausschließen, bevor wir da Trainingstipps geben können. Ne? Das kann ein Schmerzbefund sein. Also gerade, warum rennen Pferde? Die verschenken ja Kalorien nicht aus Jux und Dollerei. Die haben ja auch in der Natur nichts zu verschenken. Die rennen nur, wenn sie Angst haben. Eigentlich, wenn sie Angst oder Angst vor Schmerzen haben. Oder Schmerzen direkt. Also hat dein Pferd Schmerzen, ist die Frage.